So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück in New Vegas, Fallout New Vegas, nachdem er jetzt abgeschmiert ist. Leider. Ne, machen wir hier weiter, weil das ist die letzte Savegame-File. Ich weiß nicht, wo die alte hinkomme ist. Jetzt heißt es, wir müssen da nochmal reingehen. Was ist denn hier los? Ach, der Rabe. Guck dir mal, da ist ein Riesenrabe hier. Was für ein Riesenvieh. Ich habe übrigens einen neuen Mod drauf. Ich werde jetzt nochmal mit dem Kasper hier reden. Ich mache hier einen kurzen Speicherfall. Ich weiß nicht, wo die hinkommen ist. Ich habe auch schon ewig lange nicht mehr gespielt. Letztes Jahr war das. Keine Sorge. Mal mit ihm. Ich werde sie nicht ans Kreuz nageln lassen wie diese anderen Degenerierten. Naja. Ich möchte, dass sie sehen, was mit den Bürgern Niptons geschieht. Sich an jede Einzelheit. Ja, das wissen wir ja schon. Sie jedem, dem sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesars Legion hier erteilt. Ihre Verbrechen sind unentschuldbar. Was für Lektionen haben Sie hier erteilt? Wo fange ich da an? Dass Sie schwach sind und wir stark, natürlich. Aber das Ausmaß Ihrer moralischen Verderbtheit, Ihrer Verkommenheit. Nipton ist das perfekte Schul... Meine Fresse, wie siehst denn du Hoden aus? Nimm mal die Brille ab. Du siehst aus wie Heino nach einem Verkehrsunfall. Was genau ist hier passiert? Ich habe genug... Was ist hier passiert? Nipton war ein verruchter Ort. Schlecht und verkommen. Jeder bekam, was er wollte, solange er dafür zahlte. Horden von Verderbten, Pulverbanditen, Männer der Legion wie ich. Und Huren. Den Leuten hier war alles gleich. Es war eine Stadt voller Huren. Ja, sag ich doch. Für ein Almosen lockte die Stadt alle, die sie beherbergt hatte, in eine Falle. Erst als ich sie zuschnappen ließ, begriff man... dass man mit drin saß. Sie haben alle gefangen genommen? Ja. Und ich trieb sie im Zentrum der Stadt zusammen. Ich sagte ihnen, dass bei Illoyalität von Legionären manche bestraft werden und die anderen dabei zusehen. Und dann erklärte ich ihnen die Lotterie. Jeder krampfte die Hand um sein Los und hoffte auf Freiheit. Keiner schritt ein, als seine Liebsten zur Tötung abgeführt wurden. Sie haben unschuldige Zivilisten abgeschlachtet. Ich bewundere die reine Gerechtigkeit der Legion. Du hast aber einen Vogel, hä? Sie haben unschuldige Zivilisten umgebracht, abgeschlachtet. Ha! Unschuldig? Wohl kaum. Feige, das allerdings. Sie waren in der Überzahl. Und trotzdem versuchten sie nicht ein einziges Mal Widerstand zu leisten. Sie standen da und glotzten nur. Während ihre Kameraden einer nach dem anderen abgeschlachtet, gekreuzigt und verbrannt wurden. Tja, sie standen da und jeder hoffte nur, dass er verschont bliebe. Jeder dachte nur an sich selbst. Ihre Verbrechen sind unentschuldbar. Das sind alle Verbrechen. Wenn Sie das als so schlimm empfinden... Ja, klar. Okay... Haben wir die eigentlich das letzte Mal am Leben gelassen? Ich glaube nicht, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß es nicht. Aber ist egal. Da ist der erste tot. Drauschauwem. Fehlgeschlagen. Na und? Ich werde nicht für die Legion den Handlanger hier machen. Das würde ich ganz bestimmt nicht. Die Legion kann mich nämlich immer am Arsch lecken. Wir sind immer wieder überlastet. Na? Dann werde ich mal meinen Roboter ein bisschen was geben. Hier, Inventar. Was habe ich denn da für dich? Die Arzttaschen. Das da, das da, das da. Das einfache Pulverbandit. Die Lederrüstung, das Klebeband kann ich dir geben. Boah. Um 5 Pfund sind wir drüber. Das Wachoutfit für 8 Pfund. Das die Räder Steppenrüstung für 15. Das schlichte Blabla. Das schmutzig Wasser gebe ich dir. Das Trennmesser mit 6 Pfund. Ach, nimm der nicht mehr. Schade. Nee, ist ja auch egal. Halt hier.
Ihr Begleiter kann diese Fraktionsrüstung nicht tragen. Ach so. Eigentlich müssten wir da noch reingehen. Ich habe keinen Bock drauf. Ja. Ich habe sonst alles gemacht, was auch auf der Liste stand. Was wir in dem davorigen Let's Play gemacht haben. Mhm. Also hier sind wir fertig. Die habe ich abgeknallt allesamt. Bei Wetters war ich auch, habe ihm erzählt, ne, weil er ja so ein Arschloch ist und mit seiner Familie und so, bla bla. Da sind wir eigentlich soweit fertig. Und wo sind sie denn? Ach, da sind sie. Und wir gehen jetzt wieder zurück nach Timbuktu. Keine Ahnung. Hier war ja, glaube ich, noch was drin, ne? Gemischtwarenladen. War da eigentlich im Verkäufer drin? Ich glaube nicht. Doch. Worum geht es denn diesmal? Warum sind Sie noch hier? Keine Ahnung, mir gefällt's hier einfach. Was glauben Sie, Arschloch, denn? Der Preis für den zweiten Platz war, ich durfte leben. Aber meine Beine wurden mit Hämmern zertrümmert. Ich bin ein verdammter Krüppel, klar? Ich habe kein MedX für Sie. Quatsch! Sie wollen bloß alles für sich behalten. Natürlich. Was ist mit dieser Stadt passiert? Passiert? Die Legion ist passiert. Oder wie sieht die Kacke sonst aus? Was denn das für ein Hoden? Wie haben Sie überlebt? Durch Glück. Ich hatte einfach verdammtes Glück. Vor Ihnen steht der Zweitplatzierte der Nippen-Lotterie. Dieses Arschloch Swernick belegte den ersten Platz und durfte gehen. Und er ist tot. Erzählen Sie mir von der Lotterie. Wir kamen nicht unbedingt nach Nippen, um daran teilzunehmen. Wollte mit meiner Mannschaft ein paar RNK-Trooper kidnappen, die Stadt besuchen. Hatten schon alles mit dem Drecksack von Bürgermeister abgesprochen. Wir wollten Lösegeld und ihre Waffen behalten. Ein gutes Geschäft. Und wann und wie ist ihr Plan schiefgegangen? Wir waren gerade in Position gegangen, als wir plötzlich von diesen verdammten Legion-Freaks umzingelt waren. Sie schleppten uns und alle anderen in die Stadtmitte. Dann ließ sich das Arschloch mit dem Hund auf dem Kopf darüber aus, wie böse wir doch wären. Er sagte, wir müssten für unsere Taten bestraft werden, wenngleich nicht alle von uns. Und dann bekam jeder sein verdammtes Lotterielos. Was ist danach passiert? Was glauben Sie denn? Er begann, die Lose zu ziehen und die Bestrafung festzulegen. Zuerst kamen die glücklichen Verlierer dran. Sie wurden geköpft. Darum wohl auch glücklich, denn das ist recht schnell vorbei. Dann kamen die Kreuzigungen. Und die dauerten und dauerten. Die Drittplatzierten wurden versklavt. Mir hat man die Beine gebrochen und der Erstplatzierte durfte gehen. Was ist mit dem Bürgermeister passiert? Als sein Los an die Reihe kam, hat man ihn auf einem Reifenstapel lebendig verbrannt. Sie erwähnten, dass einige der Leute versklavt wurden. Ja, eine Gruppe dieser Legion-Säcke hat sie sofort weggebracht. Sie wurden nach Osten gebracht, falls sie Heldenmut verspüren. Ich werde tun, was ich kann, um sie zu retten. Tun Sie nicht so, als würden Sie mir einen Gefallen tun. Mir ist das scheißegal. Sprechen wir was anderes. Und über was? Wie soll ich dich umlegen? Soll ich dir den Kopf runterschießen? Soll ich dir ein Herz schießen? Die Beine wegschießen? Ich mach mir auf den Weg. Wiedersehen. Passiert eigentlich was, wenn ich dem Arschloch jetzt hier... Sieht nicht so aus. Glücksrad, fehlgeschlagen. Scheiße. Sollten wir vielleicht doch am Leben lassen, das Arschloch. Rausgeworfen, fehlgeschlagen. Also gut, okay. Verschlossen, leicht. Die Gefangenen retten. Halt hier. Ja. Das ist ja wirklich leicht. Jetzt fragt sie nur, ob das Arschloch da unten was, Er hat doch damit angefangen. Ich hab doch nicht Arschloch gesagt. Er hat's doch gesagt. Was haben wir denn hier? 10 mm, 9 Schuss. Also gut. Ja, ich nehme alles. Die mit 3 Pfund. Das aufbereitete Wasser, natürlich. Die Korken nehme ich. Die Sunset Sarsaparilla. Und das Vorkriegsgeld. Die Hülsen können wir eigentlich... Sollen wir die mitnehmen? Die sind ja eh nichts wert. Na? Alles klar bei euch? Hier gibt es nichts außer... Da hat der Ton gerade ein bisschen kenkt. Ein Pümpel!
Wie wär's mit dem Löschen, Trinken, Durstlöschen? Wie wär's mit Schlafen? Wir schlafen mal 8 Stunden. Wir haben ja auch 12 Uhr nachts. 0 Uhr. Prost. Ein Beistelltisch noch. Ist da was drin? Schreibtisch leer? Schreibtisch. Korken, 25. Alles nehmen. Sie sind, hier, Hardcore-Mod ist ja noch aktiv. Hardcore-Modus ist noch aktiv. Ich dürfte doch bitte mal. Stimmt ja, wir müssen saufen, dass uns nicht der Arsch auf Grundeis geht. Oh, der Kühlschrank ist leer. Toll, danke. Ein Toaster? Ich habe keine Lust, einen Toaster mitzunehmen. Wozu auch? Ich brauche keinen Toaster. Kann ich das irgendwie gebrauchen? Wert 5. Die, was jetzt? Überladen oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, da ist Ed. Hier, Ed, du musst mir noch was... Wegen 2 Pfund. Hallo. Das ist nicht dein Ernst, oder? Dann gibst du mir das da. Und die Eieruhr. Die Hämmer. Pass auf, die Hämmer gibst du mir. Und die Machete. Nee, warte mal. Die Plasmagranate. Das Rattenfleisch gibst du mir. Den Scotch. Und was war noch? Das war's eigentlich schon, ne? Dafür kriegst du von mir die 10mm Pistole. Und ja. Was habe ich denn noch für dich? Die Lederversion, leere Spitze, das Teil hier, ein Lotterieschein. Wofür eigentlich ein Lotterieschein? Die 2 Macheten kannst du haben. Die Schaufel gebe ich dir. Ach, mehr kann er nicht. Ed kann nicht mehr tragen. Das ist mir schon klar, das weiß ich. Ich bin ja nicht blind, oder? Übrigens mal neuer Mod. Hier, pass mal auf. Und zwar... die Ameisen, das Ameisenfleisch. Ah ja, okay. Der Fallobstfixer, gegrillte Schrecke, was waren da noch? Hier Scotch zum Beispiel kann man nicht gebrauchen, Rattenfleisch kann man nicht gebrauchen, das war's. Die Pinienkerne, Leguan am Stiel, wir könnten vielleicht mal was essen. Effekt Hunger 56 minus, Durst minus 14 dB plus 1, 9 Sekunden. Frischer Mais. Ihr Hunger hat abgenommen. Gegrillte Schrecke, Hunger 105, Rad plus 1.